Einen wunderschönen guten Morgen wieder beim Mutmachwecker und heute mit dem positiven Impuls des Tages zu dem Thema Kompromisse, Verantwortung und was hat dies mit Verstehen zu tun? Also diese Sammelbegriffe, die einfach unser Leben auch wirklich, prägen, wenn wir damit lernen, die Bedeutung auch richtig festzustellen oder zu kennen oder eben zu verlagern. Weil gerade bei dem Kompromiss, vielleicht kennst du so eine Situation, egal ob es jetzt mit Kindern ist, mit Partner oder mit Freunden, du kennst sicher so eine Situation, wo man einfach nicht einer Meinung ist. Und da diskutiert man total hart und auf einmal stehen wir vor einem Punkt, entweder schließe ich einen Kompromiss oder es eskaliert alles. Und genau in dieser Situation, um diese Situationen geht es jetzt. Was bedeutet das oder wie kann man damit anders umgehen? Und zum Schluss wäre natürlich auch wieder heute ein wunderschöner Spruch. Heute habe ich zwei Sprüche, die das Thema, mir gefallen ja die Sprüche so gut, weil die bringen das so auf den Punkt. Gell? Und ich habe zwei gefunden, die genau das auf den Punkt bringen, worum es heute geht. Und schauen wir uns einmal das Kompromiss an. Wann schließen wir einen Kompromiss? Das hängt vielleicht auch mit unseren Werten zusammen, weil das ist auch ein heißes Thema, das dauert ein bisschen länger, vielleicht mache ich da mal wirklich ein Seminar dazu, die Werte, wie die unser Leben beeinflussen. Und wenn ich als Hauptwert, als wichtigsten Wert zum Beispiel Harmonie habe, dann ist es ganz schwierig, das mit dem Kompromiss. Weil der Kompromiss ist ja weder gut noch schlecht. Und es gibt Menschen, die entscheiden sich immer sehr gerne gegen keine Kompromisse ein und manche sehr viele. Aber wenn ich jetzt sehr harmoniebedürftig bin, dann möchte ich gern einen Kompromiss, damit Frieden ist, weil mir die Harmonie über allem steht. Manchmal steht es mir sogar über mir selber. Dass ich zu mir selber gar nicht so viel Wert beilege, dass ich mal meine Meinung durchsetze. Gell? Weil da ist mir die Harmonie wichtiger. Und manchmal ist es so, dass du bei einem Kompromiss dich selbst verleugnest. Und auf das darf man schon achten, wenn du einen Kompromiss machst, wie geht es dir wirklich dabei? Dass du mal auf das Verstehen, dass du nicht mit dem Kopf verstehst, weil beim Verstehen gibt es ja zwei verschiedene Arten. Das eine ist das Kopfverstehen, das schulische Wissen, das mathematische, das, was wir eben unter Verstehen, weil wir es begreifen haben. Oder ich sehe mal mit dem Herzen und das ist ein ganz anderes Verstehen auf einer anderen Ebene. Also wenn ich zum Beispiel Gottvertrauen habe, auf Intuition horche, da verstehe ich mit meinem Herzen. Und darum geht es auch bei den Kompromissen schließen. Einer ist ganz, ganz toll, es kann auch so sein, wenn zwei Kompromisse, also wenn zwei Meinungen aufeinander prallen, dann muss das gar nicht der Kompromiss sein, dass einer verliert dabei. Da kann der Kompromiss auch das sein, dass eine ganz neue Idee entsteht, die für beide ein Gewinn ist. Also auch das kann ein Kompromiss sein. Dass du von deiner Meinung runtergehst, der andere auch, und dann entwickelt man was Neues. Ich habe da ein lustiges Beispiel. Zum Beispiel Urlaub ist ja manchmal auch so ein heißes Thema. Bei uns die Kinder und ich, wir sind Reiter und mein Ex-Mann war kein Reiter, der ist lieber wandern gegangen oder lieber ans Meer gefahren. Ja, und was haben wir dann für einen Kompromiss gehabt? Dann haben wir gesagt, Kompromiss, etwas ganz Neues, was für alle Neues. Und dann sind wir mit der Pferdekutsche durch die Buster gefahren und das war für alle ein tolles Erlebnis. Auch das war ein Kompromiss. Es war nicht das Meer, es waren nicht die Berge, aber es war für uns auch nicht das Reiten, es war diese Pferdekutsche und es war ein ganz was Neues, das wir sonst hundertprozentig nie gemacht hätten, aber wir haben eine Lösung gesucht. Und genauso ist es bei dieser Verantwortung übernehmen, weil die Verantwortung ist auch so ein heißes Thema. Manche Menschen lieben Verantwortung, manche hassen Verantwortung, manche wollen davonlaufen von der Verantwortung. Aber es ist total wichtig, dass wir schon Verantwortung übernehmen für unser Leben. Oft ist ja so, wenn gute Dinge passieren, ja, man hat eine Prüfung bestanden, dann sagt man, ja, super, das habe ich super gemacht. Und wenn irgendwas Negatives ist, dann geben wir die Verantwortung ganz schön ab und dann suchen wir, aber so sind wir auch konditioniert und aufgewachsen, gerade in der heutigen Zeit, es wird alles versichert und irgendein Verantwortlicher ist immer zu suchen. Egal, gell, bei einem Autounfall oder so. Ja, da wird immer geschaut, wer ist schuld, wer ist schuld, wer ist schuld und wer übernimmt die Verantwortung. Aber
manchmal ist viel besser, wie gesagt, Verantwortung ist komplett neutral, also das ist weder gut noch schlecht. Und dass man einfach schaut, wo fließt meine Energie hin? Manchmal ist es viel besser, wenn man die Verantwortung für manche Situationen kannst du ja nicht ändern, die passieren. Aber dann nicht noch Verantwortung suchen, wer ist schuld, sondern auch Lösungen. Und da kann ich Verantwortung übernehmen, wo ich meine Energie hinleite. Ja, hat da bei Scheidungen, ich sehe oft so oft auch in der Zeitung, da braucht man gar nicht weit hinschauen, wir müssen nicht mal persönlich werden, was da oft für ein Rosenkrieg veranstaltet wird. Der ist schuld, weil, und die ist schuld, weil, und alles miteinander ist schuld und so weiter. Aber keiner fängt bei sich selber an. Aber es geht so viel Energie drauf. Also bei mir ist es auch so gewesen, bei meiner Scheidung zum Beispiel. Wir vertragen uns heute auch super gut noch, weil ich sage, okay, das ist halt schiefgelaufen, aber jetzt habe ich die Verantwortung, dass es gut auseinandergeht, dass man nicht sagt, wer hat die Fehler gemacht, weil ein Scheitel alleine brennt ja nicht. Aber die Verantwortung für das übernehmen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und das ist so wichtig. Und das kannst du sehr wohl machen. Also die Verantwortung ist einfach auch Verantwortung über deine Gedanken, über deine Handlungen, dann, wenn was passiert ist. Und mir ist es viel wichtiger, meine Energie in die Zukunft zu richten, dass ich sage, das Streiten, boah, da geht Jahre drauf, die Anwälte verdienen, die keine Ahnung, was alles kaputt geht mit den Kindern und den Beziehungen und vielleicht der Job noch und alles Mögliche, weil die Energie im Streit liegt. Da gehe ich da wieder übernehme Verantwortung und sage, ist halt schiefgelaufen, passt und wie kann ich jetzt das Beste draus machen und wo nehme ich jetzt Verantwortung? Und dann kann sowas Gutes entstehen, dann kann eine super Partnerschaft, also Freundschaften daraus werden. Oder die Kinder profitieren auch in so einer Situation, dass sie beide Elternteile gleich liebhaben können, weil die Eltern sich nicht befliegen und befetzen. Und das ist auch Verantwortung. Also für das, was passiert ist, sagen ja auch, dass es schiefgegangen ist, ist sicher ein Teil selbst schuld und so. Übernehme die Verantwortung und schau mal, wie können wir gemeinsam vorwärts gehen. Und das meine ich mit Verantwortung. Nicht immer suchen, ah, ich bin eh versichert, ich kann streiten und das kostet den anderen und so weiter und so fort. Nein, sondern schauen, was kann ich daraus Gutes machen? Was ist das Gute daran? Wie komme ich weiter? Ah, das ist Verantwortung übernehmen für deine Energie im Körper, für deine, ja, dass auch wieder Freude ins Leben kommen kann. Und das verstehe ich so, ein Kompromiss, heißt nicht immer, dass einer verliert. Und das kann man anstreben. Ein Kompromiss heißt, ich übernehme Verantwortung und schaue, dass wir was finden, was uns beide bereichert. Das kann auch ein Kompromiss sein. Das heißt, neue Dinge entwickeln. Und genau das, darum geht es jetzt auch bei dem Spruch, den ich da einfach, bei den zwei Sprüchen, die ich da noch sagen möchte. Also die Furcht, ein klares Nein zu geben, erweckt den Kompromiss zum Leben. Das war der Erich Limpach. Also oft ist dieser Kompromiss auch, weil man zu feig ist, dass man klar sagt, was man möchte oder was für einen nicht passt. Und da geht es jetzt auch um Verantwortung zu übernehmen. Was habe ich für ein Gefühl? Wie geht es mir dabei? Ich soll bei so einem Kompromiss nicht immer untergehen, nur wegen der Harmonie, dass ich immer alles meine Meinung aufgebe, sondern ein Kompromiss ist oft, weil man zu feig ist, Nein zu sagen. Und das ist auch so mal, dass einem das klar wird. Gell? Veränderung beginnt ja mit dem, dass einem bewusst wird. Vielleicht hat es jetzt bei dir Klick gemacht und denkt, ah ja genau, ich kann ja einfach doch eher Nein sagen, weil es mir dabei besser geht. Ich muss keinen faulen Kompromiss machen. Genau. Und der zweite ist eben, ein Kompromiss kann auch eine völlig neue Idee sein, von der plötzlich alle Beteiligten begeistert sind. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Man kann einmal sagen, nein, das passt für mich nicht. Was geht es jetzt für eine Lösung, die für beide passt, dass wir beide Ja sagen können dazu? Ja, und dann ist das kein Kompromiss mehr, dann ist das eine Bereicherung. Dann haben wir wieder neue Ideen und können wir wieder neu wachsen. Ja, das war heute eben, und das heißt auch Freiheit, also der Überbegriff über allem, wie es ja jetzt hier immer so Karten, das war dann die Freiheit und die passt jetzt so in diesem Verständnis für mich total, dass das auch Freiheit ist, einmal Nein zu sagen, seine Meinung zu sagen, zu seiner Meinung gehen, nicht immer alles über die Harmonie auf sich selber ja, vergessen
und dann was Gemeinsames, Kreatives schaffen. Also das ist für mich jetzt die Verbindung von Verantwortung übernehmen. Kompromisse können was Positives sein, wo du auch zu deinem Nein stehst und ein Ja dazu sagen kannst. Ja, das wollte ich heute so abrunden. Ich hoffe, es war für dich was dabei, was du sagst, ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Vielleicht hat es Klick gemacht. Und jetzt danke ich dir wieder fürs Dabeisein. Ich freue mich total, dass da immer wieder neue Leute in die Gruppe reinkommen. Also wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, ja, das könnte ja der oder demjenigen auch gefallen oder auch eine Hilfe sein, freue ich mich natürlich, wenn ihr Leute in die Gruppe einlädt. Ja, dann wird es einfach noch spannender für alle. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, viel Freude und viel Kompromisse, die Neues bewirken, und übernimm Verantwortung. Und so einen Tag wünsche ich dir heute mit viel Freude, Energie und ja, vorwärts. Und vergiss nicht, heiter immer weiter. Deine Martina.